Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge L. Danke, Werner. Randy lief einfach los, weißt du? Das ist einfach wieder... Ja, wir lassen die Einleitung jetzt halt, ne? Schön. Entschuldigung. Aber hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 Challengers, wieder gemeinsam mit dem Ansgar. Ey, sag mal, ach komm. Was ein Grüße, grüß dir. Ja, ich dachte, ich wollte heute mal den Frühstart machen. Ja, ja, ist klar. Nee, wir machen immer neu, komm. Alter, willst du die Festplatten werden überansprochen? Alter, so. So, haben wir es jetzt, Männer? Läuft, meine Fresse. Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 Challengers, gemeinsam wieder mit dem Ansgar. Moin Moin. Dem Randy. Mahlzeit. Und dem Werner. Mahlzeit, Grüße. Grüße. Ja, wir sind heute hier auf der Hofwerkmann und zwar werden wir heute eine besondere Challenge machen. Die letzte war ja sehr abenteuerlich, ne? Grüße gehen raus an Erich fürs Vorbereiten und hier sind wir auf jeden Fall heute dabei, ja, mit dem Frontlader ein bisschen Gemüse aufzuladen, ne? Wir haben einmal ja, so einen kleinen Anhänger hier. Dann haben wir einen Frontlader. Jeder hat zwei Gewächshäuser. Eine große Kiste, eine kleine Kiste. Die große Kiste muss mit dem, ja, mit dem Frontlader quasi hier reingefahren werden, aufgenommen werden. Auf der hinteren Seite haben wir genau das gleiche nochmal. Da befindet sich auch das Fahrzeug drin. Und dann fahren wir über so einen kleinen Parcours. Und die Herausforderung an der ganzen Geschichte ist, wir machen das Ganze ohne Spanngurte und auch ohne starken Bauern. Das heißt, wer als erster bei der Obstplantage ist, der hat die Challenge gewonnen. So. Oh. Du hast Randy was? Was ja, weil dieses zu laut ist in diesen Gewächshäusern. Ach so. Ah ja, die Luxusprobleme, ah, ja. Gut. Mhm. Okay, Randy, jetzt gab es ja in den letzten Folgen immer wieder das Problem, dass es einen Frühstarter gab oder einen, der einfach ein anderes Fahrzeug genommen hat. Mhm. Können wir uns heute auf dich verlassen? Schauen wir mal. Wo bist du eigentlich? Ja, das stellst du dir die Frage, ne? Ja, wir hatten ja gesagt, dass wir hier vorne starten. Das wäre ja auch ganz gut, wenn wir hier dann uns auch einfinden würden, ne? Ich bin da. Sie sehen mich noch nicht. Ja. Schön. Danke. Wo ist er denn? Ganz kalt, ganz kalt. Er ist hinter dir gewesen. Ja, hinter dir war er. Schön. Aber Randy hat wieder so mal. Clown, ey. Ja. Sehr Wahnsinn. Ja. Gut, dann würde ich doch sagen, starten wir, oder? Ja, ich würde sagen, bin bereit, Jungs. Fällst du runter? Ja, kann ich machen. Ja, dann Attacke. Also, 3, 2, 1, go! Ich habe jetzt extra nicht nach links und rechts geguckt, es ist mir eigentlich egal, wer jemand früh startet. Ja, es ist mir auch mittlerweile egal, weil... Ey, kann's... meiner! Einfach der Minusmensch. Das ist, ja, was das bist du für ein Mensch, Randy? Was bist du für ein Mensch? Randy einfach wieder... Soll Randy einfach... treffen? Ja. Naja, von mir aus. Sollte das Hemd runterrutschen beim Händewaschen. Ne, wie geht das? Da gibt's einen Spruch von. Der Ärmel. Der Ärmel runterrutschen, so. Aber bei Hemd würde bei Ansgar aufpassen. Auch. Hast du eigentlich gar kein Hemd, Randy? Doch eins, ne? Naja, dieses Weiße, was ich damals so verformen konnte. Weißt du, was der für ein Hemd hat? Aus 100% Baumwolle. Ah ja, köstlich. Weißt du, was der für ein Hemd hat? Nee, was ja? denn? Was ein denn? Unterhemd. Ah, oh. Oh. Montana ja. Blackstyle, meinst du? Ja. Auch und angelehnt. Ja. So. Oh Mann. Alter, wer drückt denn da die Pedale bis zum Erdgeschoss? Nicht, das war mein Lenkrad. Natürlich wieder mit Lenkrad. Ich auch. Ah, echt? Natürlich. Das schon, haben wir schon verloren. Glaubst du? Ja. Ich hoffe nicht. Achso, die Gabel kann man noch in der Breite verstellen. Das ist ja sehr angenehm, muss ich sagen. Ja, ist es. So. Zack. Oh nee, du. Ja. Oh nee, du. Die Kiste. Oh, das war voll machen die eine. Ihr könnt also aber nicht, auch nicht zwei befüllen, ne? Das ist auch ganz wichtig. Das klappt nämlich nicht. Du als Tipp. Wie meinst du? Bei gleichzeitig im Gewächshaus. Das funktioniert nämlich nicht. Nicht. Zwei Kisten gleichzeitig befüllen. Warte, man muss dann für die große Kiste aussteigen zum Befüllen oder wie ist das? Ah, okay. Ja. Man kann sie nicht von innen befüllen. Das wäre eine gute Information gewesen. Nein. Am Anfang. Genau. Stefan, ja. Danke, ne? Ja, bitte. Aber du als aufmerksamer Spieler, der auf Bergmann, müsstest du eigentlich wissen. Ne? Ich weiß das. Ich wollte nur auf die Missstände hinweisen. Wo kann man die nicht befüllen? Also, wenn du den Frontlader praktisch neben der Frucht hast, musst du aussteigen und in die Kiste gehen und R drücken. Ah, ja, okay. Du kannst nicht sitzen bleiben. Oh, bisschen breit, ne? Das kennst du doch vom Wochenende. Ja, auch. Reichlich.
tatsächlich. Ja, ja, jetzt backt das hier alles. Nee, hier backt nichts. Das ist die Hofbergmann, die läuft tippitoppi. Ja, echt. Nee, jetzt ist hier irgendwie neben meiner Box ist jetzt hier. Oh nee. Ah, nee. Oh nee. Ja, jetzt hat sie es hier gefangen. Ansgar, Handicap sagst du? Ich dachte ja gerade irgendwie erst, das ist irgendwie Folge 3500 aus Staffel 9 von den Burning Gamers aus dem Projekt Hof Bergmann hier. Nee, fast. Hey. Wir sind schon bei 5000 angekommen. Danke für nix, ne? Also, Staffel. Ne? Achso, Staffel. Entschuldigung. Also, wir nochmal kurz dazu gesagt, Spanngurte sind verboten, ne? Nur mal zur Erinnerung. Wen hast du ertappt? Ja, wen wohl? Mich selber gerade, deswegen. Ach so, schade. Oder diese Vorverurteilung, ja. Aber ich wollte nochmal, ne? Also. Ja. Boah, das dauert ja ein bisschen. Oh, komm, Agatha, mal ein bisschen schneller hier den Kopf. Ja, dauert. Haben wir kein CP drauf? Nee. Aber da bin ich ja verloren, ne? Also. Ja, schade, Werner. Naja. Haben wir den Linden haben wir auch noch nie gefahren, ne? Nee. Ja, noch nicht. Ich habe Frischware. Jungs, ich muss auf den Markt. Ich habe ein bisschen eilig. Könnte mir jemand beim Verladen hier helfen? Hast du gar kein Brot im Ofen heute? Nee. Achso. Heute mal nicht. Jetzt, wo wir auf der Bergmann sind und es wirklich Brot geben würde, weißt du? Ja, ja. Kann er nicht. Kann er nicht. Will er nicht. So. Oh. Was ist los? Aus. Was hast du schon wieder gemacht? Laut, eigentlich? Nicht aus. Achso, laut. Laut? Was ist laut? Verstehe auch nicht. Du kannst das Wasser ausschalten, ne, Randy? Ja. Oh ja. Das ist so schön. Für 10 Gifted Subs würde ich dir sagen. Aber nur für 10. Ja. So sind sie, die YouTuber. Du kleines Sub-Nudel. Nudel? Du bist in den Twitch-Leaks dabei, Werner. Ich weiß. Ja, ich war erschrocken. Multimilliardär. Hä, warum? Oh, jetzt dauert das wieder. Ja, klar, das dauert echt lange, ne? Eieiei. Ja. Ich bin Tomaten am Pflücken. Ich bin bei einem Paprika. Ah. Gibt's da eigentlich einen Gewichtsunterschied? Ich hoffe nicht. Ja, irgendwie Paprika sind ja ein bisschen größer, ne? Die dauern ja ewig. Ja. Ich gehe mir mal einen Kaffee kochen, Jungs. Ja, mach mal. Ich hätte auch gerne einen, danke. Bitte. Mein Dingens wird nicht voll hier. Och, jetzt geht das Wasser hier an. Oh nein! Sind 99% okay? Ja. Nein. Das wird nicht voller. Es geht nicht voller. Da gehst du nochmal schön rein. Okay, nee, geht nicht voller. Nicht. Super, danke, tschüss. Du musst einfach noch 10 Minuten warten. Ja. Nee, es sind 100 Liter drin, aber nur 99% werden angezeigt. Ja, das ist... Ist das ein Bug oder ein Feature? Bei mir sind es komischerweise 100%, Werner. Bei den Paprikern? Ne? Nee, bei den Tomaten. Ich glaube, ich habe die kaputte Frucht bekommen. Kaputte Frucht, ja? Kaputte Gemüse habe ich bekommen. Ich glaube, du hast die faule Frucht bekommen. Glaubst du? Mhm. Oh, das hat nicht befüllt, während ich weg war. Oh, nö, du. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Oh, Mann. Oh, das ist schon wieder so eine herrliche Challenge. Ja, ich hab, man verflucht großartig. Dir wieder alles. Immer, wenn ich rumstehe, habe ich Angst, dass irgendwer schneller ist als ich. Hm. Ja. Stefan, was machst du denn da vorne? Was, ich? Ja? Oh, jetzt gehen die Tomaten hier wieder los. Hast du gerade irgendwas eingeschalten? Ich? Nö. Wir cheaten hier nicht, ne? Ich hab nichts eingeschaltet. Hä? Der Stefan, der läuft da raus. Ja, was macht er denn da vorne, ey? Ja, was ist der? Stefan, was machst du? Ich pflück die gerade per Hand. Was? Achso. Wow. Sieht aus wie so ein Hausmeister, der irgendwie einen großen Störfall im Gebäude hat. Ja. Und ich weiß, wie er das beheben kann. Und jetzt ich warte halt, ne? Ich bin ein ungeduldiger Mensch. So. Ja, mal schotzig, ne? Wollte gerade sagen. Da geht's halt auch bald aufs Ende zu. Das halbe Leben hast du hinter dir, mein Freund. Ja, ja. Boah, die großen Kisten. Stefan, das hast du wirklich grandios ausgedacht. Das dauert super, ne? Ewig, ja. Ey. Ja. Da kannst du echt mal in die Küche gehen, Ansgar. Zieh dir mal einen Kaffee. Hier kann man halt wirklich machen, ne? Aber das Schöne ist, während wir hier warten, haben die Zuschauer Zeit, das Ganze hier zu bewerten und gerne auch ein Däumchen nach oben dazu lassen, wenn es gefällt, natürlich. Ja, ne? Also bitte. Dann haben wir alle die Zeit gut genutzt. Genau, in den nächsten Wochen, also wenn ihr Challenge-Ideen habt, dann lasst uns das gerne auch nochmal in den Kommentaren wissen. Wir haben uns noch ein bisschen was ausgedacht und wir haben zum Ende der Challenge-Reihe auch noch eine ganz witzige Aktion uns überlegt. Aber dazu dann in den nächsten Wochen mehr. Also ein paar Folgen kommen noch, aber wir sind fast auf dem Ziel. Zielgeraden. Auf der Zielgeraden. Genau. Und was wollte ich noch sagen? Weiß nicht. Das lange dauert? Nee. Ah nee, wir machen am Ende dann noch die Auswertung. Da machen wir mal eine kleine Statistik.
Genau. Der Gewinner des Projekts. Also bis jetzt bin ich ganz vorne, glaube ich. Ja, Stefan, dich sehe ich da. Ja. Und wenn es Randy wird, dann werden wir es einfach korrigieren. Warum? Nur weil ich letzter sein soll, oder was? Nein, wenn Randy der Erste sein sollte, dann das ist ja eine Frechheit dann. Ach so, dann gibt es erstmal einen Punktabzug für Frühstart. Au. Ja. In allen Challenges. Weißt du, was die größte Frechheit ist, die in Deutschland je passiert ist? Ja. Ansgars Geburt. Aha. Mhm. Hattest du am Wochenende so einen kleinen Rap-Battle-Kurs? Ja, ja. Aber du hast ein bisschen geschlafen, ne? Warst du nur bei den Anfängen dabei? Oh nein, Bella ist schon fertig, oh Gott. Ah, nee. Randy ist auch schon fertig, wenn ich das von dir sehe. Was ist die zweitgrößte Frechheit? Ansgar noch nicht fertig ist und ich. Oder was? Oder wie? Randys Geburt. Auch. War auch in dem Kurs. Heute sind wir wieder charmant, meine Herren. Ja, ist wieder. Ah! Fertig, geht weiter. Ah, nee. Komischerweise habe ich nur 99%. Ja, das gilt ja nicht, habe ich gehört. Ja. Ansgar, warte bis 100. Warte auf 100. Ja, ich fahre nochmal rein. Ja, fahr nochmal rein. Der Randy auch schon fertig? Ist der schon los? Der ist schon weg, ist schon weg. Echt? Ja. Scheiße. Naja, ich werde mal wieder letzter. Na, ist nichts Neues, Leute. Stefan, du kennst deinen Platz, ne? So ein unglücklicher Mann, den wir hier gerade hören müssen. Ich mach Spanngurte dran, ne? Nein! Stefan, du hast deine Tomaten vergessen. Ja, ihr kommt ja gleich noch. Lass mich doch erstmal hier aufladen. Ach so. Na gut, ich fahr mal, ne? Stress doch den alten Mann nicht so doll. Echt? Ich hab so Angst vor der Fahrt hier. Jungs, ich hab Frischware dabei. Ich auch. Das ist kein Spaß. Ich hab die Rundumleuchte angemacht, da ist aber gar keine da, ist mir gerade aufgefallen. Ja, es ist so Blitz-LEDs, ne? Blitz-LEDs? Ui. Alpin-DLC. Ach nö. Ich krieg die Palette noch nicht mal runter hier. So, wo seid ihr Clowns denn? Wenn ich jetzt doll bremse, müsste wieder passen. Krieg die Palette nicht mehr runter, verdammt. Wie schnell fahrt ihr? Ich hab den Salat verloren. Da haben wir den Salat. Aber jetzt ist Ich hab nur drauf gewartet. Oh, Leno. Jetzt hast du wenigstens Bio-Ware noch immer kurz in den Dreck geworfen. Wow, Randy. Wie kann man denn nur so ein böser Mensch sein, ey? Wie kann man so sein? Ich versteh's auch nicht. Jetzt hast du einen Storno. Große Storno. Aber wenn du eine große Kiste verlierst, ne, hast du echt verloren hier. Ja, du kriegst ja auch nicht mehr hoch. Auch mit dem Frontlader. Ja, aber es ist halt nicht so ganz einfach. Nee. Siehst du, er ist 19 Challenger, also nicht hier, weiß ich nicht was. Ich auf Kindergeburtstag hier, ne? Ich mag Kindergeburtstag, muss ich sagen. Echt? Gib's immer Kuchen. Ja, Snacks. Snacks. Waren sie erst letzte Woche, hab ich gehört. Lustige Spiele. Mhm. Oh, ich krieg die Scheiße. Luftballons. Du bist der böse Onkel, der dann immer einen ganzen Kuchen wegfrisst, oder? Ich bin der sagt, das Buffet ist eröffnet. Ach so. Nachdem es weg ist, oder was? Ja, genau. Ich frag mich gerade, was ist Randys Rolle eigentlich auf so einer Familienfeier? Er ist Ach, der ist gar nicht anwesend sein. Ich glaube, er ist der olle Nachbar, der sich nur beschwert, dass es zu laut ist. Ja. Ah, auch. Auch. Schön in Dreiviertelhose, aber kurz für Ordnung sorgen. Mhm. Irgendwas Musik. Mucke macht damit leiser. Ich muss so ein bisschen LS zocken. Vielleicht fahren jetzt auch mal los, Jungs, ne? Du, Stefan, schön, dass du einrichten konntest, ne? Also. Ja. Ich dachte, ich räume den Dreck noch weg, ne? Hinter euch. Ja. Hast du deinen Ehrgeiz und so weiter in deinem Urlaub liegen lassen, oder was? Ja, war sehr entspannt in Hamburg. Ja. Boah, es ist einfach nur die Angst, die hier gerade fährt. Ja. Die pure Angst. Kennt ja auch die Strecke nicht, ne? Ah, hier geht's rum. Da hast du schon 3 Millionen Projekte auf der Karte gemacht. Ja, aber ich kenne die Strecke nicht. Merken wir mal wieder, wie AD vergesslich macht. Nee. CP. Ja, CP und AD. Mit CP fährst du ja nirgendwo hin. Wobei CP nicht so tipptopp ist wie die Hofbergmann. Ne? Nee. Wisst ihr noch beim DFV-Start, wo alle mit Autodrive arbeiten wollten, oder beziehungsweise vor allen Dingen Mario? Und Werner hat es irgendwie nicht gecheckt, wie das alles funktioniert und hat einfach alles per Kurs eingefahren. Ja. Es hat funktioniert, also bitte. Ja. Herrlich, hör mal. Ich habe Autodrive auch gehasst. Mittlerweile zum Vorbereiten. Mittlerweile kannst du ja jeder. Ja, klar. Der Ansgar vergisst auch gar nichts, ne?
Irgendwie habe ich. Ach, da muss ich lang. Ja, es ist ein bisschen creepy. Ich fahre hier durch den Wald, bin ich hier richtig? Ja, ja, der Wald ist richtig, ja, ja. Und dann links halt, nicht rechts halt. Ich wollte gerade sagen, da ist eine Gabelung. Links. Lieber fahre ich jetzt ehrwürdig als Dritter ins Ziel. Als unehrwürdig als Vierter. Ja. Aber ein bisschen sportlich dann. Mhm, danke. Das ist, man muss es jetzt abwägen, ob man jetzt hier den riskanten Fahrt. Ah ja. Oh, die Paprika, warte. Stefan. Die heilige Paprika. Ja. Hör mal, die Großmutter wartet. Ehrlich. Ja. Die will herrliches Gulasch kochen. Mhm. Macht man es mit Paprika? Ich glaube schon, ne? Ja, ja. Gulasch? Nur Paprikapulver. Ja. Ja gut, Randy, bei dir. Bei dir kommt einfach also Maggi rein. Randy macht das in erster Linie warm. Ja. Also in den Gulasch aus der Dose, da braucht ihr keine Paprika drin. Maggi fix Tüte für heiß Wasser. Nee, das sind richtige Dosen, die kosten nur 3,49. Oh, da spricht der Gummi. So, mit Deckel oder was? Fertig. Regional nehme ich an. Randy hat gewonnen, sehr gut. Glückwunsch. Jo, danke. Muss man gleich mal die Kisten überprüfen, ob die alle voll sind. Die sind alle voll. Ich lade sogar extra ab. Ah, sehr gut. Kann man den aufklappen? Du brauchst nichts aufklappen. Ja, der Hänger geht doch aufzuklappen, oder? Ja, ja, ich glaube schon. Hä? Der fährt hinten die Baken aus. Eigentlich ein Transportding. Ach so. Ich ne? bin auch Gabelstab angekommen. Da. Schön. Und? Aha, siehst du? Aha. 100, die Dinger hier, das eine wollte nicht auf 100, aber... Das habe ich auch. Ja. Ne, obwohl jetzt steht 100% da. Okay. Ne, bei der vorderen steht 99. Aber das habe ich auch. Ich habe auch eine mit... Sag mal, also, warte mal, jetzt muss ich mal, darf ich mal kurz gucken hier? Na klar. Ja, du hast verloren, Randy. Wieso? Ich verloren. Du hast keine Paprika mitgenommen. Warum denn Paprika? Die Challenge war Salat und Paprika. Richtig, beide. Habe ich mit. Du hast Tomaten mit. Jeweils zwei Gewächshäuser für jeden. Ja, aber er hat Tomaten. Wir hatten nur Tomaten, ihr Clowns. Wir hatten Tomaten und Salat. Ja, Tomaten oder Paprika. Ja, das ist ach nö. Warum das denn? Also trotzdem gewonnen. Wie wir haben... wie wir einfach nicht gönnen kann. Nein, ja. Gönn doch mal, Bruder, gönn mal. Nee, dem Randy nicht. Jedem anderen, aber nicht den Randy. Ja, das stimmt auch wieder. Da bin muss ich auch dazu bei dir sagen. Das stimmt. So, Randy, wollen wir uns ein Äpfelchen holen vom Baum hier, oder was? Na klar. Oh, es sind keine gewachsen. Ja. Die Dürre. Ja, nicht reif, oder was? Die Dürre. Ja, Stefan, sein Spielstand. Ja, ja. Verwelkt halt alles. Hä? Nee, es ist ein frischer. Oh, guck mal. Der Herr NTV hat's auch geschafft. Ja, ich bin auch gleich da. 2 Stunden später oder so. Oh, Mate! Ey, wer hat dir die Gurte dran gemacht? Wow, du Anti-Mate! Ja, Stefan. Ja. Dann sollen wir. Was sollen wir machen? Ja, warte doch einfach. Sollen wir noch einen Eiskaffee mitnehmen oder was? Ja, nimm mal einen. Geht aufs Haus. Gibt's hier nicht Hunde? Ah, die sind nicht da. Die sind nicht da. Guck mal, Randy, komm mal mit. Komm mal. Die gute Gießkanne. Ich zeig dir mal einen echten Hasen. Oh Gott. Ich. Gardero meldet sich. Ah ja. Mensch, da kriegt man mich mal auf den Hustenanfall. Ja, schade, das Wahnsinn. Ist halt belastend. Ich bin gleich da, Jungs. Mhm. Lass dir Zeit, ne? Wir stehen hier noch rum. Ja, ja, ja. Alles gut. Ist halt so, dass der Händler hatte jetzt gerade angerufen. Ja. Dass die Vorführer hier, die Lindner, wieder zurück müssen. Ja, ja. Wäre halt gut, wenn die jetzt bald vorbeikommen würden. Ja, ja, ich bin gleich da, ja. Bist du dann auch? Ja, schön, dass ihr das Tor zugemacht habt, ihr Anti-Mates. Macht einfach mal auf hier. Achso, ja, ich mach auf, ja, ist kein Problem, ne? Ja, nee, das war der Plantagenbart, aber ach der so, ist ja hier zurückgezogen. Ist. Ja, köstlich. So. Ah, schön, Stefan. Ja. Nette Challenge, würde ich sagen. Mal, mal gucken, dass wir hier alles haben, ja, 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 sieht gut aus. Wie immer letzter, aber naja, würden wir machen. Bei Ansgar? Ja, doch. Hm? Gut. Ja, doch. Köstliche Frischware, muss kannst ich mir nichts sagen. Nee, kannst du nicht sagen. So, wollen wir jetzt hier den Wochenmarkt eröffnen oder wie, was ja, machen wir? Ja, würde ich sagen. Wir machen jetzt den Wochenmarkt, das war allerdings das Video. Spaß hat's gemacht, aber eine ganz kuriose Reihenfolge, hatten wir so noch nie. Nee. Das stimmt. Wir haben Randy erster. Randy erster Platz. Genau. Jo. Werner zweiter Platz. Seh ich du, mich. Stefan. Ja, wie immer letzter. Danke. Ja. Obwohl er die Challenge kannte. Stefan habe ich schon, hätte ich vorsagen können, muss ich sagen. Danke für nichts. So, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Das war's von der Challenge. Nächste Woche geht's vermutlich weiter. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss.